Ja, ich bin Kai Romes, bin 40 Jahre alt, bin Inhaber der Dimension 21 aus Bielefeld. Wir beschäftigen uns in erster Linie mit Personal- und Organisationsentwicklung, Change Management und natürlich auch mit der Entwicklung von Führungskräften. Wow, das ist eine spannende Frage. Die eigene Motivation zu hinterfragen, ist immer, ich mag Organisationen, ich mag Muster, ich mag Komplexität, ich mag Zusammenhänge, die immer anders wirken. Und dann ist ein Drang nach Wissen da und das zu erlernen und Komplexität und Organisation, das finde ich schon ziemlich cool. Okay, die Frage nach der Visitenkarte ist sehr, sehr spannend. Fast genauso wie die andere. Ich glaube, ich würde zwei Titel gerne drauf haben, so ein bisschen Vorder- und Rückseite vielleicht. Einmal so das Thema unorthodoxer Rule Breaker und Game Changer. Und das Zweite ist, ich bin ja auch Mitjurist, ich wäre gerne weiterhin der Anwalt der Ambivalenz. Oh, wie ich zu Dimension 21 gekommen bin. Total spannende Aufgabe. Ich habe vorher mit meinem Kollegen bereits zusammengearbeitet in den mehrjährigen Führungskräfteentwicklungen und war eigentlich auf dem Sprung, meinen Arbeitgeber zu verlassen. Und diese Entscheidung stand fest. Und ich war auf dem Sprung, einerseits HR noch größer zu machen, noch internationaler zu machen, Vorstandsposten in HR zu übernehmen, kaufmännischer Geschäftsführer zu werden. Es hat sich aber am Ende alles nicht so gut angefühlt, als der Kollege gefragt hat, kannst du dir nicht vorstellen, auch selbst der Gestalter deines eigenen Unternehmens zu sein? Daraus hat sich's entwickelt und bin sehr stolz darauf, was wir in den letzten 2,5 Jahren da auf die Straße gebracht haben. Da bin ich wirklich stolz drauf. Oh. Ja, auch sehr spannend, auch mit der 14-Tages-Rhythmus. Ich bin tatsächlich genau in der Mitte. Wir entwickeln gerade mit meinem Partner Dr. Kuhlmann, haben wir den Generative Change weiterentwickelt. Das ist ein in sich geschlossenes Organisationsmodell, ein Organisationsverständnis, wo wir ein Framework für uns erarbeitet und gestaltet haben. Und da sind wir in den finalen Zügen. Finale Züge heißt einerseits, das Modell zu finalisieren, andererseits eine Change-Simulation daraus zu entwickeln. Da sitze ich heute schon den ganzen Tag dran. Und dann geht es natürlich auch mittelfristig daran, die Buchgliederung aufzubauen. Auch das ist etwas, was uns ganz stark bewegt. Neben so ein paar Administrationssachen wie die Programmierung des Algorithmus für unsere Change Forces etc. Also das ist schon ein großes Projekt. Da sind wir jetzt 1,5 Jahre dran und sind da gerade in einer ganz heißen Phase. Naja, als Anwalt der Ambivalenz muss ich natürlich erstmal zwei haben. Das erste ist, wer funktioniert, verliert. Und das zweite ist, Mittelmaß gewinnt nie. Ja, wo kommt meine Energie her? Ich glaube, einerseits aus dem, was ich vorhin gesagt habe, es geht, ich mag Komplexität, ich mag Organisation. Das ist sicherlich der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich früher mal relativ gut Fußball spielen konnte, aber mit 18 mir die Kreuzbänder gerissen habe und dass das dann alles sehr, sehr Hobby wurde oder gar nicht mehr ging. Das heißt, ich habe einfach körperliche Energie gehabt, die ich in kognitive Herausforderungen umgewandelt habe. Das ist das eine. Und zum Zweiten freue ich mich auch, und das ist etwas ganz Wichtiges für mich, ich belohne mich auch regelmäßig. Das ist manchmal nur, indem ich mit meiner Katze oder mit meinen Katzen die Ruhe genieße, ein gutes Glas Wein. Aber ich merke auch, wenn das zu viel wird, ach, ich brauche schon irgendwie eine Herausforderung. Wer stagniert, verliert. Ist einfach so. Ja, ich finde Wissen einen sehr wichtigen Wert, auch Neugier einen wichtigen Wert. Wenn ich von einer Haltung ausgehe, bin ich sehr, sehr stark systemisch geprägt. Einerseits sicherlich durch in Bielefeld ja auch sehr verbreitet Luhmann und luhmannische Systemtheorie, aber auch Professor Dr. Rainer Zech aus Hannover, der eine sehr, sehr harte, ich sag mal, systemtheoretische Brille auf hat. Das hat mich schon von der Haltung sehr geprägt. Das schafft auch Distanz zu meinen Projekten. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung und dann gleichzeitig auch ein Erfolgsfaktor, erfolgreich zu sein, weil man muss in der Rolle und in dem Job, den wir machen, wirksam sein und nicht immer nur beliebt. Und deswegen ist so eine systemische Grundhaltung mit sehr viel Distanz etwas, was mich sehr prägt und mir die Arbeit auch sehr erleichtert.
Oh, ich bin totaler überzeugter Luhmann-Fan an der Stelle und sagt, die Kraft liegt im System. Ich glaube, wenn jeder nur das tun würde, was ihm selbst gut tut und wo er merkt, was ihm Spaß bringt und was ihn nicht Energie kostet, dann kann man unheimlich viel bewegen. Und deswegen bin ich sehr, sehr weit davon entfernt, anderen Leuten Ratschläge zu geben. Und der Fokus auf die eigene Energie ist schon schwierig genug. Und ich glaube, die Kraft liegt im System. Und man sollte eher mit Achtsamkeit und Reflexion durch die Welt gehen. Und wer das gut hinbekommt, an der Stelle, ich glaube, der wird auch seinen eigenen Weg zur Energie finden. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn mir jemand von außen mit Chakra oder du musst in die Natur gehen oder so. Das halte ich eher für kompletten Unsinn. Ich glaube, die Kraft liegt im eigenen System und hohe Reflexionskompetenz, sich selbst in der zweiten Ordnung mal zu beobachten, das hilft schon, um seine eigene Energie zu finden, anstatt irgendeinen Ratgeber zu lesen.